Ich glaube, das Artefakt hat auch schon Auswirkungen auf sie. Akt 4. Epilog. War das 4? Hatten wir nicht gerade schon 4? Hallo Clarissa. Minister, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Es geht mir gut, Bloodworth. Es ist nur mehr zu tun als sonst. Läuft mit der nächsten Lieferung alles nach Plan? Yep. Ich habe eine Woche lang nichts von Ihnen gehört. Beschäftigt Sie irgendetwas? Hatten Sie jemals einen Grund, an mir zu zweifeln, Minister? Kein einziges Mal. Ich muss Sie über einen ungewöhnlichen Vorfall informieren. Jemand ist in mein Büro eingedrungen. Haben Sie eine Ahnung, wer geredet haben könnte? Ich fühle mich gekränkt, dass Sie mich überhaupt fragen. Ich möchte damit nicht sagen, dass Sie es waren, aber der Täter könnte der Spur von Ihnen aus gefolgt sein. Eine Spur gibt es nicht. Niemand weiß von unserer Partnerschaft. Gut, ich glaube Ihnen fürs Erste. Ich verstehe nicht, was das hier soll. Sollten Ihnen etwas zu Ohren kommen, lassen Sie es mich bitte wissen. Das könnte für uns beide Konsequenzen haben. Wieso? Meine Unterlagen sind verschwunden. Einige betreffen unsere Partnerschaft. Ich werde wachsam sein. Auf Wiedersehen, Clarissa. Auf Wiedersehen. Spielen wir jetzt sie? Verrückt. René, lass mich von Ihnen nicht einschüchtern. Ich will Sie doch gar nicht einschüchtern. Mit vorgehaltener Waffe hergebracht zu werden, ist Ihre Vorstellung von freundlich? Verzweifelte Zeiten erfordern verzweifelte Maßnahmen. Sie sind es nicht gewohnt, dass sich Ihnen jemand widersetzt. Danke, Sus, du kannst jetzt gehen. Wie haben Sie mich gefunden? Irgendein Junkie hat Ihren Namen gegenüber einem meiner Dealer erwähnt. Bloodworth, Sie müssen mir sagen, was Sie über Howard wissen, jetzt sofort. Er ist auf eine Technologie gestoßen, die befindet sich in ihm drin. Er ist mit einem DNA-spleißenden Organismus infiziert. Was für ein Organismus? Was sagen Sie da? Dadurch wird die Biologie verändert, die Art von innen heraus. Die DNA wird umgeschrieben und mutiert. Was? Woher stammt das Ganze denn? Meine Theorie ist die, dass das Ding jenseits der Mauer gefunden wurde. Wichtig ist nur, dass die Affen das Ding nicht länger haben. Ich weiß es nicht, der Wissenschaftsmittel hat das Ding gefunden. Ich denke mal außerhalb der Mauer. Verdammt, Clarissa, was ist mit Howard geschehen? Haben Sie ihn wehgetan? Ich habe ihn gehen lassen. Er ist am Leben. Wo ist er? Ich denke schon, wir könnten nach ihm suchen, Sie und ich. So klug sind Sie auch wieder nicht, wenn Sie denken, dass ich gemeinsame Sache mit ihm machen würde. Haben Sie mich deshalb hergebracht? Sie haben doch sicher eine Vermutung. Wollen Sie herausfinden, was ich weiß und dann die losen Enden beseitigen? Falsch. Ich möchte, dass wir zusammenarbeiten. Ich wusste, dass Sie verrückt sind, aber denken Sie ernsthaft, dass ich mit einem Mafia-Boss zusammenarbeite, der sich mit der herrschenden Elite zusammengetan hat, um Unschuldigen zu verspeisen? Dieses Geschäft habe ich beendet. Sie kennen nicht die ganze Geschichte. Ich würde sie gerne hören, aber ich weiß nicht, wie glaubwürdig die Erzählerin ist. Es waren keine guten Leute, Vergewaltiger, Missbrauchstäter, Frauenschläger. Es hat mir geholfen, die Affen unter Kontrolle zu bringen. Sie sind eine Mörderin. Selbst Abschaum hat es nicht verdient, gegessen zu werden. Die Sache ist erledigt, jetzt zählt nur noch unser nächster Schritt. Ins Gefängnis gehen, das ist der nächste Schritt. Ich habe Ihr Buch gelesen und Sie haben bewiesen, dass Sie keine Angst vor den Affen haben. Sie sind klug, vorsichtig und Ihre Ambitionen sind grenzenlos, wie bei mir. Wenn ich bin Ihr Schicksal und Sie sind meins.
Oh, ich habe Angst vor ihnen, jetzt mehr als je zuvor. Ich will die Affen und ihre Mauer zu Fall bringen. Wie bitte? Ich brauche jemanden, der eine Revolution anzettelt. Sie. Sie wären für den Nachrichtendienst und die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Aber jemand, der das Gesicht der ganzen Sache ist. Sind Sie jetzt völlig verrückt geworden? Nein, nur wütend? Sie und ich sind die einzigen vernünftigen Personen in der Stadt. Vielleicht, aber genau das macht mich so gut. Wir wollen die Mauer sprichwörtlich zu Fall bringen. Sie erstickt uns. Wir alle verrotten innerhalb der Mauern. Sie ist reine Ressourcenverschwendung, ein Symbol der Angst. Wenn Sie sehen, was jenseits möglich ist, werden Sie es verstehen. Die Mauer steht aus gutem Grund. Jenseits der Mauer gibt es nichts als den Tod. Die Affen erkunden das Gebiet. Was? Was sagen Sie da? Die Leute können dort draußen leben nach ihren eigenen Regeln. Plünderer suchen dort draußen nach Überresten vergangener Zivilisationen. Woher wissen Sie das? Die Technologie, die Lothar infiziert hat, sie wurde dort gefunden. Oh, und ich habe einen Tunnel bauen lassen. Er kommt weiter hinter den Mauern heraus. Ich kann Sie dorthin bringen, wenn Sie wollen. Ich verstehe es nicht. Sie haben mit den Affen zusammengearbeitet. Wie sollen die Dinge denn besser werden, wenn sie nicht mehr an der Macht sind? Frauen müssen nicht morden, um ein komfortables Leben zu führen. Leute sterben aus Armut. Frauen sterben durch die Hände von Männern. Wer trägt Ihrer Meinung nach die Schuld? Ich habe Ihr Buch gelesen. Sie kennen die Antworten. Sie werden nicht mehr da sein. Das genügt. Das lässt sich nicht bestreiten. Die Revolution wird langsam geschehen, unaufhaltsam, wie ein steter Strom. Nein, es muss plötzlich sein. Das gibt dem Militär und der Polizei nur den nötigen Vorwand, härter zurückzuschlagen. Leute werden sterben, gewaltvoll. Ich habe in ihren Reihen für Risse gesorgt. Die lassen sich noch verbreiten. Die sind der Macht treu ergeben. Wir zeigen ihnen, wo die wahre Macht liegt. Sie werden schon einen Weg finden, damit sie den Affen verabscheuen. Was für hochtrabende Ambitionen für eine mörderische Drogendealerin. Sie haben doch schon Macht. Warum wollen sie das dafür alles riskieren? Damit Frauen über sich selbst bestimmen können. Das ist keine echte Macht. Ich will nur das eine: Freiheit, Rache, Frieden, Vergebung. Ich würde doch nur helfen, sie als Diktatorin einzusetzen. Das ist das Letzte. Ja, Diktatoren sind einsam. Ich möchte, dass andere mitmachen. Und was ist für mich darin? Ich riskiere alles, indem ich ihnen vertraue und erwarten sie, dass ich ihnen vergebe. Das müssen Sie für sich selbst entscheiden. Wie passend, haben Sie schon mal daran gedacht, dass Sie wahnhaft sein können? Vielleicht. Ich gebe keine Versprechen, die ich nicht halten kann. Ich bin mir nicht sicher, dass Sie von Männern schon mal so bezeichnet wurden, aber Sie haben nicht darauf gehört. Und es wird schlimmer und geht schneller, als man denkt. Nun, Bloodworth, es war mir ein Vergnügen. Kann ich jetzt gehen oder was, war noch was? Wollen Sie nicht noch von einem Drink bleiben? Natürlich. Und wenn ich die Deadline verpasse, dann werden Sie auf der falschen Seite der Geschichte stehen. Dann lasse ich Sie in Frieden. Bloodworth, ich halte Sie immer noch für ein hinterhältiges Stück Dreck. Aber ich sage nicht nein. Ich werde Ihnen auf jeden Fall meine Meinung geigen. Das ist alles, worum ich bitte. Viel Glück. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen. Das ist die größte Entscheidung Ihres Lebens. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Wir werden Großes erreichen. Ist die Clarissa doch was Gutes, jemand Gutes? Boss. Wer ist eigentlich da der Boss? Oh, ist René vielleicht? René, endlich. Es ist leichter, einen Tisch für zwei Borgia zu bekommen, als sie zu erreichen. Die Einladung steht übrigens noch. Die Austern sind köstlich. Jetzt bin ich ja hier. Ich muss etwas erledigen, was Persönliches. Oh, sie hatten angerufen. Das hatte ich gar nicht gesehen. Das war so wichtig, dass sie nicht mal mit mir sprechen konnten. Wie kommen Sie übrigens mit dem Entwurf zu dem Kapitel über meine Abteilung voran? Ja, wir müssen darüber reden. Ich würde sagen, manche Dinge werden mir langsam klar. Dieses Kapitel ist der einzige Grund, warum Ihnen dieses Buch etwas bedeutet. Oh, jetzt plötzlich. Sie wissen ja, dass ich Ihre Kreativität nur ungern einschränke, aber irgendwann darf Ihr Perfektionismus nicht mehr mit gut genug auf Kriegsfuß stehen. Ich habe es satt, ich kann dieses Buch nicht mehr schreiben. Ich will nicht mehr für Leute wie Sie arbeiten. Was haben Sie gesagt? Ich habe ein besseres Angebot bekommen, ich kündige. Sie werden nie zulassen, dass dieses Buch die echte Wahrheit erzählt. Ich bin müde, es ist an der Zeit weiterzuziehen. So, was
Was wie die Wahrheit gibt es nicht, sie launische Zicke. Ich habe sie für ein Buch bezahlt und ich werde verdammt noch mal eins bekommen. Denken Sie wirklich, Sie können ohne mich überlegen? Es geht mir nicht ums Geld, ich brauche Freiheit. René, ohne mich sind Sie ein Niemand. Sie hatten ein gescheitertes Buch und jetzt haben Sie die Chance, ganz groß rauszukommen. Sie werden nie wieder jemanden wie mich an Ihrer Seite haben. Jemand anders kann das Buch fertig schreiben, das ist mir egal. An Ihrer Seite wäre ich nur eine Marionette, die nach Anerkennung lechzt. Mir war nicht bewusst, dass Ihr Ego so brüchig ist. Ich dachte, Sie wären nur eine Närrin, aber Sie sind tatsächlich lebensmüde. Wie Sie wollen, dann werden wir sehen, wie ich Ihnen als Feinstadtförderer gefalle. Großartig, das ist gutes Material für das nächste Buch. Was auch immer als nächstes kommt, ich bin bereit. Sie können mir drohen, so viel wie Sie wollen. Ich bin bereits durchs Feuer gegangen. Nächstes Buch. Machen Sie sich nichts vor. Sie sind eine verhätschelte, gescheiterte Schriftstellerin, die keinen blassen Schimmer hat, wie die Welt wirklich funktioniert. Das werden wir bald sehen. Ich bereue nur, diesen Schritt nicht schon viel früher gegangen zu sein. Fenster. Ein wunderschöner Tag draußen. Keine Zeit zum Entspannen. Fast geschafft, habe ich mir schon fast gedacht. Howards Brief. Howards Brief an mich. Er hat nicht geschrieben, wo er war. Wusste er es vielleicht nicht? Vielleicht kann ich ihn noch finden. Es war mutig von ihm, mich zu beruhigen, auch wenn er wahrscheinlich verängstigt und allein war. Warum hat er mich nicht, hat er mir nicht mehr gesagt? Ich muss einiges erledigen. Tee kochen? Ein Tee wird mir ja, vor dem Anruf gut tun. Hibiskus. Den Tee hat er mir auch gekocht, mein Lieblingstee. Wir haben nur wenige Tage zusammen verbracht. Trotzdem erinnert mich hier alles an ihn. Ich vermisse ihn. Wir hatten eine echte Verbindung zueinander. Sowas ist selten. Jetzt ist er weg. Vielleicht für immer, aber er hat mir Hoffnung gegeben, dass Dinge anders sein könnten, dass es eine Zukunft gibt. Das gibt mir Kraft. Howards Mutter anrufen. Komm schon, René, du schaffst das. Das bist du ihm schuldig. Piep, piep. Was soll ich nur sagen? Das ist eine schlechte Idee. Es ist meine Pflicht. Improvisiere einfach. Piep, piep. Verdammt, gehen Sie schon ran. Hallo, wer ist da? Helen Lothar, mein Name ist René Wilson. Es geht um Ihren Sohn. Ach, der lebt bestimmt noch. Der wird bestimmt zum Fuchs. Wir sind hier. Wir sind alle, die durchgehalten haben. Wir sind alle, die gelitten haben. Wir sind alle, die sich zu fragen getraut haben. Was nützen Fragen, wenn die Antworten alle dieselben sind? Das Ende ist ein Teil des Anfangs. Wir entstehen und dann vergehen wir. Wir waren einst ein Baby. Wir waren eine Sammlung von Träumen und Fehlern. Wir waren einst ein menschliches Wesen. Sammelalbum einer Person, ein Teppich voller Narben und mit weit geöffneten Augen. Was ist nur aus uns allen geworden? Wir sind eine kümmerliche Hülle verdorbenes Fleisches geworden, voller bitterer Reue. Wir haben zu sehr versucht, der Definition zu entkommen. Wir haben überlebt, wir haben weitergemacht. Zerteilt uns in Atome und zieht an den Fäden des Ursprungs. Folgt ihrem Weg vom Augenblick der Empfängnis bis ins Jetzt. Was sehen wir? Die Definition ist unausweichlich. Was einst geschehen ist, wird wieder geschehen. Fleisch, das erneut spricht, wir sind, wir sind, wir sind nichts, eine leere Hülle erfüllt von unersättlicher Sehnsucht. Da. Eine Aussöhnung vergangener Form und noch nicht gelebter Leben. Dinge, die geschehen sind, Dinge, die noch geschehen werden, die summende Harmonie eines Wesens im ewigen Werden. Wir sind im Reinen. Wenn die Vergangenheit und Zukunft in ihrer schwindelerregenden Komplexität vor uns ausgebreitet liegen, wie würde unsere Wahl ausfallen? Es gibt keine Wahl. Die Entscheidung ist gefallen. Wir werden sein. Und wir überdauern. Wir verändern uns. Wir können dem Schmerz nicht entkommen. Wir werden zum Schmerz. Wir schwelgen in seiner Schönheit. Wir ändern uns, aber wir ändern nichts. Irgendwo. Ist er jetzt echt außerhalb der Mauer?
Oh, da hinten ist so ein Windrad. Also rennen können wir nicht. Scheint wohl eine Wüste zu sein. Oh, da hinten wird immer lichter. Oh, Ruinen. Ist das? Ja, das ist die Mauer. Da geht die Sonne auf. Von da wurden wir jetzt, sind wir jetzt geflüchtet oder wurden entlassen? Sieht ziemlich zerstört aus. Okay, es ist geplatzt. Sind wir jetzt fertig? The next war is already over and will never appear. No more fear. Keep getting older, but stay sober. Vigilant will keep getting slower. Echt jetzt? Sind wir jetzt echt gestorben? Aber was ist mit dem Rest? Also ist draußen nichts, tatsächlich nichts gewesen. Theorie, das, was wir gesehen haben, waren die Überreste der Menschheit und wir sind zu Tieren mutiert und die Tiere sind zu menschenähnlichen Wesen mutiert. Aus Macht wollten die Affen die Tiere innerhalb der Mauern halten. Ja, aber außerhalb der Mauern gab es ja nichts. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dieser Parasit, dass der uns jetzt verändert hat, um halt irgendwie besser zu werden. Aber dass wir jetzt einfach tot sind? Das lässt doch auch viele Fragen offen. Hätten wir andere Enden schaffen können? Das lässt einfach, also so an sich, muss ich echt sagen, eine tolle Story, also so bis zum Schluss. Zum Schluss wurde es sehr verwirrend, aber Atmosphäre, Level-Design, Charaktere, Musik, super, super, aber bin ehrlich, es bleibt mir zu viel offen. Es ist zu viel Interpretationsspielraum. Ich habe auch schon gesucht, aber habe nichts dazu gefunden. Das ist echt schade, weil du hast jetzt enorm viel Interpretationsspielraum und es ist halt einfach noch so viel offen. Was ist mit Clarissa? Was ist mit René? Wer die Affen gestürzt? Gibt es eine Möglichkeit? Oder haben wir jetzt nur einen Bruchteil der Außenwelt gesehen und geht es eigentlich viel, viel weiter? Und eigentlich gibt es da noch andere Überlebende. Was ist mit den Mädchen passiert, die schon vorher gegangen sind? Was ist generell mit den Personen passiert, die vorher über die Mauer gegangen sind? Weil so an sich, vom Style her, wie es aufgebaut ist, die Kapitel an sich, die waren echt toll, muss ich wirklich sagen. Auch mal wieder ein komplett anderes Gameplay. Aber zum Schluss haben sie einfach ja
Jetzt mach dir deine eigenen Gedanken, das mag ich nicht. Ich mag das schon, aber nicht bei so vielen Möglichkeiten. Grundsätzlich sind wir ja immer im Wandel. Und wir verändern uns. Das kann man schon so sagen. Die Welt ist ja im stetigen Wandel. Aber es war ja dann halt ein Parasit, der dann ja auch deine DNA komplett umgeändert hat. Wobei ja unsere DNA sich über Jahrhunderte ja auch immer mehr verändert. Aber mich hat das schon interessiert, was da jetzt weiter hinter der Mauer also geschehen ist. Ist er jetzt wirklich tot, ja oder nein? Kommt da noch mal ein zweiter Teil? Ich hoffe es, weil das Spiel so an sich hat echt Spaß gemacht. Obwohl das endlich mal, also wirklich so ein Spiel war, wo ich wirklich viel reden musste, wirklich saumäßig viel reden musste. Also vorlesen musste. Aber so an sich, tolles Spiel. Auch, wie gesagt, Atmosphäre mit Musik, richtig gut. So Leute, dann haben wir das zweite Spiel zu Ende gemacht dieses Jahr. Wie viele Erfolge habe ich denn freigeschaltet? Oh, müsste ich dann mal gucken. Crazy, zwei Spiele. Und jetzt holen wir noch The Witcher raus und beenden das in 3 Stunden. Ne, ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Ich bin jetzt seit knappen. Na, in 4 Minuten, 6 Stunden online. Ach, die 6 Stunden, jetzt hab dich nicht so. Ja doch, hab ich mich aber. Wir wollten auch hier Dingens, Kirchens schauen. Ich brauche unbedingt einen Kaffee. Das sind aber verdammt viele Leute. Meine Güte. Oder sind das alles Supporter? Knuddelbock? Ist das ein Patreon? Das muss ja irgendwas unterstützt worden sein. Ich glaube, es sind alle Unterstützer. Ah, es ist ein Kickstarter, ne? Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Ich finde das toll, dass so Kickstarter-Games und Co. Echt so super Spiele rausbringen. Durch die Unterstützung von solchen Leuten finde ich awesome. So viele Daniels. Guck mal, eine Maria und noch eine Maria und ein Mario. Das kann nur einen geben. Was? Draw a pig wearing a raincoat and a sou'wester. Was zur Hölle? Yes, 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 please. Okay.